erstmals, dass du dabei bist. Du stellst dich gleich selber vor. Du sprichst für dich und für den Wolf Hautz, der im Rahmen einer Präsenzveranstaltung auch noch mit dabei gewesen wäre. Ich mache nicht länger, gebe dir das Wort. Schön, dass du dabei bist. Genau. Vielen lieben Dank, Helge. Vielen Dank an alle, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich extrem, dass das jetzt auf diese Art doch noch geklappt hat. Ich möchte mich entschuldigen fürs vorher reinplatzen. Ich wusste nicht, dass mit Webcam übertragen man da direkt den Vortrag stört. Also Erik, Entschuldigung, ich wollte mich nicht vordrängeln. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir haben lustigerweise was Ähnliches wie der Erik. Wir haben auch direkt vor Corona eine Umfrage zur Nutzung von Telemedizin im Notfallzentrum gemacht. Und haben jetzt auch die Chance, eine Nachbefragung zu machen und freuen uns auch wahnsinnig zu dem Thema. Wenn man meine Slides nicht sieht, wird mich sicher der allumfassende Chef wieder zurückpfeifen. Von dem her alles gut. Herzlich willkommen. Ich bin hier für den Wolf Hautz, der sich auch mit krankem Kind heute leider entschuldigen lassen muss und bin eingeladen worden, über die digitale Notfallmedizin zu sprechen. Ganz kurz zu mir selber. Ich bin Notfallmediziner von Herzen aus, arbeite klinisch und präklinisch in Bern bei der Sanitätspolizei und im Inselspital auf dem Notfall. Bin Medical Educator mit dem Master of Medical Education und seit vielen Jahren in der vor allen Dingen simulationsbasierten Ausbildung tätig. Und habe jetzt auch die Freude, seit ja, ein, zwei Jahren die Abteilung Digitale Notfallmedizin am Universitären Notfallzentrum aufzubauen und jetzt seit kurzem auch an der Universität Bern die Abteilung Telenotfallmedizin zu leiten. Ich freue mich sehr, dass so viele sich heute für die Themen interessieren. Und wir werden genau das machen, was auch der Titel verspricht. Wir werden uns darüber unterhalten, hey, warum interessiert mich das eigentlich? Warum sollte ich mir den ganzen Mist jetzt überhaupt anhören? Wir werden uns von Apps über digitale Entscheidungshilfen zu Virtuality vorhangeln und vielleicht noch bei der künstlichen Intelligenz zwischenstoppen. Sollte mich das interessieren, wir haben vorher von Helge gehört, wir sind in das Ganze ein bisschen reingestolpert worden. Dem würde ich sehr gern widersprechen, beziehungsweise die, die reingestolpert worden sind, bitte entschuldige mich, Helge, die sind, haben das ein kleines bisschen verschlafen, würde ich fieserweise jetzt behaupten. Weil die Digitalisierung ist Tatsache. Wenn Sie dieses Bild anschauen, das ist 2005. Das ist die letzte, die vorletzte Papstwahl. Das ist der Petersplatz. Das sind die Gläubigen, die darauf achten und gespannt schauen, dass der neue Papst verkündet wird. Und wenn Sie das vergleichen mit dem Bild 2013, sehen Sie einen leichten Unterschied. Das heißt, selbst in dieser vielleicht nicht technisch maximal affinen Population ist die Digitalisierung angekommen. Das heißt, sie ist überall. Jetzt werden Sie sagen, ja, in der Notfallmedizin oder vielleicht auch sonst in der Akutmedizin habe ich doch ganz viel mit alten Leuten zu tun, mit älteren Leuten. Und diese Leute, die können das überhaupt nicht. Da kann ich aus eigener Forschung, die wir im Moment machen zu digitalen Entscheidungshilfen, ganz rapide widersprechen. Unsere größte Gruppe ist über 65. Und auch die Leute in Basel haben das rausgefunden. Die haben mit der Inspire-Studie Menschen über 75 in Basel gefragt, und haben gefunden, dass über die Hälfte eine Behandlung über Video gut fände oder begrüßen würde. Dass Therapieerinnerungen über SMS oder ein Chat mit dem Doktor über WhatsApp oder eine ähnliche Plattform in über der Hälfte eine gute Idee wäre und überraschenderweise für mich sogar eine Pflegeunterstützung durch Roboter ist im Pflegeheim für die älteren Herren eine gute Alternative und durchaus willkommen. Das heißt, jede Bevölkerung ist in der Digitalisierung angekommen, die Senioren sind in der Digitalisierung angekommen, aber wie ist es denn bei uns? Die Realität in der Medizin der Schweiz ist leider ernüchternd. Von den Hausärzten bieten weniger als 10% eine videounterstützte Beratung an. Ein elektronisches Patientendossier, also quasi die Basis für eine Digitalisierung. Weil wenn ich meine ganzen Patientenakten per Hand niederschreibe, dann kann ich diese auch mit niemandem teilen. Ich kann niemandem Zugriff gewähren. Ich kann keine weitere Datenverarbeitung machen. Ein elektronisches Patientendossier ist in weniger als 50% der Fälle bei den Hausärzten vorhanden. Das heißt, über die Hälfte schreibt das Ganze von Hand in ihrer KG, in ihrer wunderschön deutlich lesbaren Ärzteschrift nieder. Digitale Einsatzprotokolle kommt langsam, aber ist leider auch noch nicht allumfassend und mit ganz vielen Medienbrüchen verbunden. Zum Beispiel haben wir am Inselspital erst vor kurzem gemerkt, dass wir verschiedene Rettungsdienste haben, die uns schon seit längerer Zeit diese Einsatzprotokolle digital vor Ankunft übermitteln. Das ist in irgendeiner E-Mail-Adresse bei uns versandet und hat nie jemand bei uns die letzten Jahre angeschaut. Wie ist es im Persönlichen? Im Persönlichen sind so, da steht immer so ein bisschen im Raum, Google der neue Leibarzt. Da gibt es Umfragen, eine ganz große aus Deutschland zum Beispiel. Da wurde gefunden, dass fast 60% der Patienten irgendeine Art von Internetsuche machen, bevor sie zum Arzt gehen.
Das hätte ich vielleicht noch so erwartet. Was ich interessant fand, ist, dass mehr als vor dem Arzt 62% auch nach dem Arztbesuch noch einmal googeln und dass ein Drittel davon das ihrem Arzt nicht sagen. Jetzt kann man sich ein bisschen überlegen, was könnten da so Gründe sein, warum diese Leute auf den Arzt in dem Moment nicht zugehen mit ihren Bedenken, die sie offensichtlich auch nach dem Arztbesuch noch haben oder mit ihren Partizipationen, die sie vor dem Arztbesuch machen wollten. Ob das Sorge ist, Sorge, inkompetent dazustehen, Kontrollprobleme mit dem Arzt oder dem Healthcare-Provider. Es ist unklar. Und ich denke, da ist ein ganz großes Thema, was wir in jeder unserer Arbeit sehen, das Vertrauensverhältnis, nicht nur Arzt, sondern jeder Gesundheitsmitarbeiter mit dem Patient im digitalen Zeitalter. Das heißt, auch das darf in der digitalen Welt nicht verloren werden. Die digitale Beziehung ist genauso wichtig wie ohne die Digitalisierung. Wie sieht es aus in Bern? Wir haben eben auch kurz vor Corona das mal rumgefragt. Bei uns sind das knapp 50%, die irgendeine Art von Telemedizin vor dem Eintritt machen. Und bei uns ist es so, auch wieder zum Thema Vertrauen, der Hausarzt oder ein bekanntes Spital wird konsultiert. Die Televersicherungsangebote oder irgendeine andere Art von anonymer Internetsuche ist nur bei einem Bruchteil der Leute wirklich up to date. Das heißt, die allermeisten Leute suchen Hilfe bei auch digitalen Möglichkeiten von vertrauten Menschen. Jetzt, wie sieht es bei Ihnen aus? Wer von Ihnen hat im Moment kein Smartphone dabei? Ich brauche diese Abstimmung überhaupt kein Ergebnis haben, weil ich bin mir quasi sicher, dass wir keinen finden. Wenn wir danach noch einen finden, würde ich bitten, im Chat sich zu melden, dann bekommt er von mir noch einen Preis. Das heißt, das Smartphone ist allgegenwärtig. Mediziner, Healthcare-Provider benutzen ihr Smartphone jeden Tag. Da gibt es verschiedene Umfragen. Interessanterweise gibt es die aktuellste von 2017. Das heißt, 2017 hat man gesehen, okay, es benutzt sowieso jeder. Es lohnt sich gar nicht mehr, die Leute zu fragen. Und die Leute benutzen das für verschiedenste Sachen. Sie benutzen es für ganz normale Nachschlagewerke. Sie benutzen irgendwelche Patientenmanagementprogramme auf dem iPhone oder sie benutzen irgendwelche Rechenprogramme, um sich auszurechnen, wie ihre Medikamente angewendet werden oder die verschiedenen Laborwerte im Kontext zu ihren Patienten stehen. Allerdings zeigen diese Umfragen eigentlich durchgängig, dass über die Hälfte der Leute mit ihren Apps und ihrer Nutzung unzufrieden sind. Und für mich erschreckenderweise, fast keiner hat irgendeine Art von einer Smartphone-Ausbildung. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, kein Problem, Facebook und WhatsApp kann ich. Ich brauche keine Art von Smartphone-Ausbildung. Aber ist das wirklich so? Wenn wir uns ein bisschen anschauen, was für Apps gibt es denn überhaupt? Und das ist ein rapides Wachstum. Das hat sich verdoppelt seit 2015. 2018 war es bei über 300.000. Mittlerweile sind wir bei fast 1 Million mHealth-Apps im App Store. Aber davon sind die allermeisten klinisch beschränkt relevant und die allermeisten nicht für Professionals gemacht. Das heißt, wenn ich eine sinnvolle App für mich als Healthcare-Provider suchen muss, muss ich entweder einen Tipp haben, entweder eine vorgegebene App von irgendjemand haben. Es gibt in der Schweiz keinen offiziellen App-Prüfdienst, wie es zum Beispiel in den UK gibt. Und es ist ein kleines bisschen eine Nadel im Heuhaufen, eine Nadel im Heuhaufen, eine vernünftige App zu finden. Jetzt ist das relevant, dass ich eine App habe, die getestet ist oder eine App, die freigegeben ist. Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich kann für mich persönlich sagen, ich fahre Rettungsdienst in Bern. Wenn ich nach draußen gehe zu einem Kindernotfall, ich nehme mein iPhone und ich nehme eine Kinderrechen-App. Aber woher habe ich diese Kinderrechen-App? Diese Kinderrechen-App ist aus dem App Store. Ich habe gegoogelt Kinder-Paddy-Dosierung und bin auf diese wirklich gut aussehende Apps gestoßen. Wer hat sie gemacht? Bis vor einem Jahr. Ich habe mich nicht dafür interessiert. Ich habe es einfach benutzt. In einem Test von 14 solcher Rechen-Apps hat man angeschaut, ja, funktionieren die überhaupt? Man hat gefunden, ja, 98,6% funktioniert das gut. Die Autoren in dieser Studie schließen daraus, das ist eine gute Quote und man kann sie bedenkenlos nutzen. Dem würde ich widersprechen. Wenn Sie sich überlegen, es ist Ihr Kind, wo da liegt und der Healthcare-Provider kommt mit einer App aus dem App Store, die 17 auf 1000 Fehler macht, finden Sie das eine gute Lösung? Wenn man nicht Web, sondern aus dem Web wegkommt zu verschiedenen Arten von Apps, dann landet man unweigerlich beim Self-Monitoring und den Wearables. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss, kann, darf. Ich würde sagen muss. Und zwar deswegen, letzter Dienst kommt ein Hausarzt auf mich zu, ruft bei mir an aus dem Simmental und sagt, hey, bei mir ist ein Patient, der sagt, meine App sagt, ich bin krank und meine Uhr sagt, ich habe ein Problem mit dem Herz. Und jetzt, was machen Sie?
Da gibt es Studien dafür zum Glück. In einer ganz großen Studie, das ist die Apple Health Study, ist im New England Journal erschienen, hat man über 400.000 Leute in 8 Monaten angeschaut. Und man hat gefunden, es ist nicht so häufig, dass die Teilnehmer die Meldung von einem unregelmäßigen Puls bekommen, aber so verbreitet wie die Apps, wie die verschiedenen Smartwatches mittlerweile sind, ist es die Realität, die ihnen begegnen wird. Das heißt, sie werden damit konfrontiert werden, dass jemand zu ihnen kommt und sagt, hey, diese App sagt mir, bei mir ist etwas nicht gut. Und die Leute nehmen das ernst. Fast 60% gehen wirklich zum Arzt, wenn sie so eine Meldung sehen. Das heißt, die Leute nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Jetzt ist die Frage, ist das berechtigt, dass es die Leute nicht auf die leichte Schulter nehmen? Diese Studie sagt ja, weil über 80% der Leute in dieser Studie hatten wirklich ein Vorhofflimmern im simultanen Monitoring und fast ein Drittel hatte in einem nachfolgenden Holter-EKG, wenn man auch initial keins gefunden hat, trotzdem noch ein Vorhofflimmern. Das heißt, ich würde Ihnen raten, setzen Sie sich damit auseinander, was für eine Art von Messung von diesen Tools gemacht wird und vor allen Dingen nehmen Sie es ernst. Ein kleiner Disclaimer, diese Studie ist gefounded bei Apple. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig in der Digitalisierung ist, dass bei ganz, ganz vielen Tools, ganz viele Studien, ganz viele Untersuchungen natürlich ein Interesse der verschiedenen Technikhersteller dabei ist und man das gut im Hinterkopf behalten muss. Das nächste Thema. Wir sind jetzt über die Apps angekommen zu den Entscheidungshilfen. Warum müssen wir uns damit auseinandersetzen? Vor dem großen Landmark Report to Earth Human im Jahr 2000, da waren medizinische Fehler hauptsächlich so Sachen wie nicht funktionierende Maschinen. Das hat sich geändert. Wir haben gemerkt, 70% der Fehler sind menschliche Fehler. Da ist der As Human the Landmark Report. Wir haben versucht, diese menschlichen Fehler zu beheben, indem wir zum Beispiel einfache Low-Hanging-Fruits adressiert haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Kreuz auf das Bein gemacht, um zu verhindern, dass das falsche Bein operiert wird. Dann aber im Jahr 2015 ist der Fokus wieder geswitcht. Und zwar von allgemein menschlichen Fehlern zu Fehlern bei Diagnosen. Improving Diagnosis in Healthcare ist der Landmark Report, der das ins Fokus gerichtet hat. Und das ist wichtig, weil die Diagnosen sind das Zentrum jeder medizinischen Tätigkeit. Und wir wissen, das ist relevant für den Patienten. Das ist die dritthäufigste Todesursache und, okay, ich weiß nicht, wo Corona da jetzt steht, 2013 höchst sowohl für den Menschen, also auch ökonomisch relevant in Amerika. Jetzt, wie sieht es aus in der Schweiz? Sie sagen, ja, in Amerika, da ist alles komisch. Das haben wir gemerkt, ist bei Corona in der Schweiz vielleicht auch manchmal so. Und das ist auch mit den Fehlern der Medizin so. Wenn Sie in der Schweiz ins Spital gehen, haben Sie bei jedem zweiten Spitalpatient die Chance, oder als Patient, wenn Sie ins Spital gehen, haben Sie jedes zweite Mal die Chance, Opfer eines Fehlers zu werden. Zum Glück ist das nicht immer lebensbedrohlich und sind oft auch ganz banale Sachen, die durch das Sicherheitsnetz, durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen aufgefangen wird. Aber es betrifft Sie und wenn es dumm läuft, geht es ins Auge und Sie haben einen bleibenden Schaden. Ist es ein Problem in der Akutmedizin, in der Notfallmedizin? Ja, das ist es. Wir haben bei uns im Inselspital auf dem Notfall angeschaut, wie viele Patienten bekommen eine Fehldiagnose und wir haben über 10% unserer Diagnosen, die falsch sind. Jetzt, warum darf ich Ihnen das sagen? Warum habe ich meine Stelle im Inselspital noch, wenn ich Ihnen das sage? Das liegt daran, dass es eine relativ gute Quote ist. In der Notfallmedizin sagt man aus der Literatur, die Fehlerrate ist zwischen 10% und 30%, je nach Setting. Ist das relevant für den Patienten? Es ist auch im Inselspital relevant, weil wir Patienten, bei denen wir einen Fehler machen, fast doppelt so lange hospitalisieren und sie fast doppelt so häufig versterben. Das heißt, ich denke, auf allen Ebenen müssen wir uns damit beschäftigen. Improving diagnosis is a moral imperative, sagt der Report. Was können uns digitale Tools dabei helfen? Digitale Tools sind von der Theorie her die absolut optimale Sache dabei, weil die meisten Fehler kommen durch eine unvollständige Anamnese zustande. Was kann das digitale Tool machen? Es kann relevante Fragen aufzeigen. Es kommt durch einen Fixationsfehler zustande, dass wir uns auf die falsche Diagnose fixieren. Was kann das Tool machen? Es kann unseren Blick erweitern, es kann Differentialdiagnosen anbieten. Es kann Wissenslücken schließen, das glaube ich der naheliegendste Teil, aber ich habe das absichtlich an die dritte Stelle, weil die Diagnosefehler werden nur zu einem ganz kleinen Teil wirklich durch Wissenslücken verursacht. Und Verdrängen von klinischen Befunden kann durch wirklich das strukturierte Aufzeigen von diagnostischen Schritten wieder verbessert werden. Das heißt, von der Theorie her sind digitale Entscheidungshilfen optimal. Warum benutzt sie nicht jeder? Ich denke, da kann Sydney Harris ein kleines bisschen mitreden, weil ganz oft
ist das Ganze ein bisschen undurchsichtig. Es ist völlig unterschiedlich, was hinter solchen Tools steckt. Es kann sein, dass dieser Herr auf der linken Seite dahinter steht, das ist der Mohammed Al-Charismi. Al-Charismi, aus ihm kam das, was man jetzt heute unter einem Algorithmus versteht. Das heißt, eine simple Entscheidungshilfe kann dahinter stehen oder etwas, was unter dem Thema Künstliche Intelligenz zusammengefasst ist, was nicht irgendein Roboter ist, sondern im Prinzip eine mathematische Disziplin und eine durch Maschinen auf verschiedenste Rechenarten festgelegte Entscheidung. Wie sehen solche Entscheidungshilfen aus? Wahrscheinlich kennen Sie einen Teil davon. Wenn nicht, können Sie ganz viele davon einfach im Internet ausprobieren. Ada zum Beispiel. Ada ist ein Berliner Unternehmen, wo eine künstliche Intelligenz im Hintergrund steht. Isabel im Gegensatz dazu ist eher eine algorithmusbasierte Entscheidung und soignement.ch zum Beispiel, ein Schweizer Provider, hat eine Kombination von Algorithmus plus Arzt. Das heißt, unter digitaler Entscheidungshilfe versteht man eine ganz, ganz breite Bandbreite. Je nachdem, ob es für einen Patienten ist, als Symptom Checker oder eine Digital Decision Aid für einen Arzt, hat es auch nur einen unterschiedlichen Namen. Und es ist eine Realität. Zum Beispiel Ada hat im Moment ungefähr 15 Millionen Besuche im Monat. Das heißt, Millionen von Leuten verlassen sich auf das. Ein Drittel der Leute in Amerika machen so eine Digital Decision Aid unterstützte Selbstdiagnose, bevor sie zum Arzt gehen. Es ist nicht nur unterschiedlich, was steckt dahinter, wer entscheidet, der Algorithmus, die künstliche Intelligenz oder der Arzt, sondern auch das Outcome ist unterschiedlich. Das heißt, manche Entscheidungshilfen, wie zum Beispiel SMAS hier, machen eine simple Triage. Sie sagen, geh heute zum Arzt, geh gar nicht zum Arzt, geh in die Apotheke und wie müssen Sie zum Arzt, mit Ambulanz oder fahren Sie selber? Im Gegensatz dazu versucht Ada eine Diagnose. Das heißt, Ada gibt Ihnen eine Verdachtsdiagnose. Aber in Wirklichkeit sind viele Fragen dabei offen. Es ist völlig unklar, ist die Diagnose wirklich besser? Weil die meisten Studien, die mit diesen Entscheidungshilfen gemacht sind, geben zum Beispiel, bei Ada gibt es eine Studie, die sagt, die richtige Diagnose ist, wenn Ada unter den ersten drei die passende Diagnose hat. Das müssen Sie sich vorstellen. Sie haben einen Patienten, der kommt mit Thoraxschmerzen und die digitale Entscheidungshilfe sagt Ihnen, ja, das ist entweder ein Herzinfarkt, was Muskuloskeletales oder eine Lungenembolie. Bringt Ihnen das was? Das lasse ich offen. Wie ist es wirklich so? Wird der Arzt oder der Healthcare Provider durch die überwältigende Anzahl von Differentialdiagnosen eher zu irgendwelchen Abklärungen gezwungen, die er eigentlich gar nicht machen will? Oder hilft es ihm wirklich, seinen Fokus zu erweitern? Wie sieht es aus für die medizinische Ausbildung? Wie muss ich meine Healthcare Provider ausbilden, wenn sowohl die Patienten als auch sie selber solche Entscheidungshilfen nutzen können? Und wie sieht es aus mit den Ressourcen? Wird es wirklich schneller und besser? Oder wird das Ganze nur teurer, weil viel mehr Abklärungen gemacht werden müssen? Und das Letzte, Virtual Reality. Warum unterhalten wir uns über dieses Thema? Virtual Reality ist in verschiedensten Facetten der Medizin angekommen. Zum Beispiel in der Neurochirurgie des Inselspitals wird die Operationsplanung teilweise mit Augmented Reality gemacht. Und in der Operation selber werden die MR-Bilder live auf das Hirn quasi darüber gelegt und dadurch wird die Verbesserung der Operation erreicht. Es gibt Projekte, verschiedenste Projekte, wo mit Simulationstrainings, mit Augmented Reality, mit Virtual Reality versucht, zum Beispiel diese Simulationspuppe realistischer aussehen zu lassen. Oder im Bereich der Pflege wäre zum Beispiel die Dokumentation verbessert oder der Hinweis auf Allergien oder andere Sachen, die man einblenden könnte. Das heißt, ein wirklich breites Feld, was in der Medizin, in der praktischen Anwendung möglich ist. Warum unterhalten wir uns da heute drüber? Weil eigentlich ist das ein alter Hut. Das erste von den Virtual Reality Systemen ist von 1968. Warum unterhalten wir uns heute drüber? Wir unterhalten uns heute darüber, weil dieses System damals Millionen gekostet hat, einen separaten Rechenraum benötigt hat und Sie sehen, einen Halter am Kopf hatte, damit der Kopf von dem Provider nicht abgedrückt wird durch das schwere Ding. Heute ist es anders. Heute sind diese Dinger portabel, sie sind ungefähr 500 Franken teuer, sie benötigen keinen Rechner mehr, sie benötigen teilweise nicht einmal diese Steuerungsgeräte, weil ein Handtracking, ein Fingertracking möglich ist. Das heißt, das Ganze wird billiger, es wird für alle Leute erreichbar und die Rechenleistung steigt gigantisch. Jetzt, wie sieht es aus in der Notfallausbildung? Da ist es auch wieder theoretisch gesehen eine optimale Sache. Warum? Es ist beliebig skalierbar. Sie können dieses Tool einmal entwickeln und beliebig oft für verschiedene Leute nutzen lassen. Das heißt, es ist dadurch auch, je größer es ausgerollt wird, desto kosteneffizienter.
Es ist zeit- und ortunabhängig. Wir zum Beispiel haben ein Tool entwickelt, wo man eine Reboa-Einlage, eine Kathetereinlage mit bis zu 20 Leuten üben kann. Das heißt, ich kann einen Instruktor aus Amerika holen, der das mit seinen Schussverletzungen häufig macht und kann ihn unseren Leuten in der Schweiz zusammen mit den griechischen Partnern in ein Training schicken. Es ist zeitabhängig, es ist ortunabhängig und es ist auch infektionstechnisch deutlich besser, als wenn ich die Leute im Simulationstraining alle zusammensetze. Wie sieht sowas ein kleines bisschen aus? Ein paar Bilder von Projekten, die wir bei uns am Laufen haben. Das ist eine unsere virtuelle Notaufnahme, die wir mit unseren Partnern entwickelt haben, wo dieser Patient vor uns liegt. Wir sowohl die verschiedenen Hilfsmittel bringen können, wir können die EKGs machen, wir können einen Ultraschall machen, wir können die ganzen BGAs machen, wir können die Medikamente holen, wir können Zugänge legen, alles ist möglich. Auf der linken Seite sehen Sie, was im wirklichen Raum ist. Das ist ganz einfach nichts. Das ist ein Teil unserer Multiplayer. In diesem Fall ist es eine Verletzung, eine Operation an der Hüfte, wo die verschiedenen Chirurgen sich gegenseitig die Tools in die Hand geben können. Sie können sich erzählen, wie es geht, sie können sich assistieren und sie können zusammen von mit übereinander lernen. Virtuality ist aber auch in der Notfallmedizin angekommen. Es ist schon klar etabliert bei Angststörungen, bei psychiatrischen, psychologischen Sachen, im Stroke, in der Neurorehabilitation ist es absolut üblich. Aber auch im Notfallsetting hat es einen immer größeren Stellenwert, zum Beispiel bei uns auf dem Notfall zur Ablenkung von Schmerzen, bei Eingriffen oder allgemein bei Schmerzpatienten. Und ich möchte meinen Vorschlag schließen mit Predictive Interventions. Weil ich denke, das ist der Game Changer. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist Brückentechnologie. Wir werden aber durch diese großen Datenmengen, die über die verschiedenen Variables, über die verschiedenen Messungen, über die verschiedenen Tools generiert werden, werden wir so einen breiten Einblick in die verschiedenen Parameter bekommen, dass zunehmend Sachen Wirklichkeit werden, die uns teilweise ein kleines bisschen gottgleich, zauberhaft, komisch vorkommen. Nur als Beispiele zwei Sachen für Sie. Das eine, eine Studie aus dem Lancet von 2019, wo ein Computeralgorithmus bei Patienten mit einem intermittierenden Vorhofflimmern in den Phasen, wo das EKG für einen Menschen vollkommen normal im Sinusrhythmus aussieht, vorhersagen kann, ob das ein Patient ist, der zwischendurch flimmert. Eine andere Studie im Nature 2019, ein Prediction Model für akute Niereninsuffizienz. Akute Niereninsuffizienz ist bei Notfallpatienten ein hochrelevantes, kosteneffektives, outcome-effektives Problem und diese Maschine kann bis zu 48 Stunden vorher vorhersagen, ob der Patient ein akutes Nierenversagen bekommen wird. Das ist der Game Changer und wer sich darauf interessiert, kann sehr gern bei Nature zum Beispiel, die haben eine spezielle Unterseite, sich zu dem Thema weiter fortbilden. Und ich möchte Sie ganz arg dazu anleiten. Sie als medizinische Experten, Sie sind nicht nur ein Health Advocate von Patienten, Sie sind nicht nur ein Manager von dem Ganzen, sondern Sie sind auch ein Scholar. Das heißt, Sie haben auch eine Aufgabe, das Ganze mit Evidenz zu untermauern. Es ist bei vielen digitalen Sachen so, sie sind Tatsache, sie werden benutzt. Aber überlegen Sie sich auch ein bisschen, wie wollen Sie es nutzen? Versuchen Sie schauen, was gibt es für Evidenz dafür? Wird es wirklich korrekt angewendet auf diese Art? Und dann versuchen Sie, diesen Research Cycle zu komplettieren, indem Sie Ihre Forschung, Ihre Erfahrungen teilen, damit andere Leute davon profitieren können und unsere digitale Medizin besser wird. Ist die Digitalisierung die Lösung aller Probleme? Sicherlich nein, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich denke, das ist die Key-Message, die Take-Home-Message von allem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Die rasante Entwicklung der Möglichkeiten ist eine Tatsache. Und wir werden ganz oft von diesen Möglichkeiten überrollt. Das heißt, die Menschen benutzen es, sie kommen auf uns zu, wir benutzen es, aber die Reflexion fehlt und die Evidenz fehlt. Egal, wie wir dazu stehen, wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir brauchen Experten. Wir brauchen Experten wie Sie, die das in der Anwendung, in der Bildung, in der Forschung benutzen und wir hoffen, dass wir dann miteinander für den Patienten in die Zukunft positive digitale Einflüsse umsetzen können. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit diesem Thema sich auch auseinandersetzen. Wenn Sie Fragen haben, diskutieren Sie jetzt mit mir, diskutieren Sie später mit mir, schreiben Sie mir eine E-Mail und vielen Dank, Helge, nochmal für die Einladung. Ja, der Dank ist auf meiner Seite, Tom, dass das möglich ist, dass du uns hier diese Informationen gibst. Es ist offensichtlich spürbar, dass du
ein themenbezogener Enthusiast bist, zumindest mal für das jetzt wissen wir das offensichtlich. Vielen Dank dafür. Es war für mich ein sehr interessanter Überblick über das Thema und hat den Facettenreichtum aufgezählt. Ich möchte eine kleine Modifikation eingeben hinsichtlich deiner Annahme, wir hätten geschlafen im März. Ich würde das eher als ein kräftesammelndes Ruhen bezeichnen wollen, denn wir mussten uns ja bereit machen für das, was da kommt. Aber sind wir ehrlich, die einen trifft es mehr, die anderen weniger. In der Rückschau können wir wahrscheinlich froh sein, haben wir so diesen Weckruf gehabt, oder? Also mitunter muss man den Schubs haben. Das ist ich glaube, also eben, das war natürlich auch eine pointierte, spaßhafte Unterstellung. Es ist vollkommen klar und ich glaube, das ging uns aber alles in allen ein Stück weit so. Und ich glaube, das ist, da möchte ich mich meinem Vorredner anschließen, definitiv so, dass Corona uns auf ganz vielen Fronten wachgerüttelt hat. Und alle gehen davon aus oder viele oder die meisten gehen davon aus, das ist jetzt wirklich ein Wachrütteln. Und ich würde mich da ein kleines bisschen auch Erik anschließen. Ich bin nicht sicher, ob wir das wirklich als Wachrütteln oder eher so als kurzes Aufwachen und wieder Einschlafen erleben werden. Und ich bin da extrem gespannt, wie das ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, nicht nur irgendwelche analogen Prozesse jetzt digital abzubilden, sondern uns wirklich miteinander zu überlegen, wo haben wir jetzt wirklich auch etwas Gutes davon gehabt? Wo hat das nicht nur als Notlösung funktioniert, sondern wo ist es vielleicht sogar wirklich besser geworden? Und ich denke, da gibt es durchaus Möglichkeiten, sowohl im Rahmen der Kongresse, wo wir davon profitiert haben, als auch im Rahmen der Interaktivität bei den Simulationen. Ich denke, wir müssen wirklich jetzt den nächsten Schritt machen und versuchen, von der bei uns genauso, also auch wie bei dir, wir schließen uns da auch an, bei der Notlösung, die wir vielleicht geschubst worden sind, versuchen, was war jetzt wirklich gut, was können wir vielleicht auch für die Zukunft übernehmen. Und wenn wir das schaffen, dann hat uns wirklich Corona in diesem Hinblick zumindest ganz arg weitergebracht. Also wir sind, um das daran anzuschließen, hier in der Innenbetrachtung überzeugt davon, dass wir nicht da wären, wo wir jetzt sind, wenn es diesen Trigger nicht gegeben hätte. Und insofern glaube ich, also teile ich diese Einschätzung, dass das etwas Gutes oder in der Hinsicht etwas Nützliches gewesen ist. Ich habe zwei, drei Fragen, die ich dir gerne noch weitergeben würde. Der Tobias bezieht sich auf diese roboterunterstützte Pflege, wo du, ich glaube, die Akzeptanz bei Männern gezeigt hast. Da ist die Frage, ob man da sozusagen auch über das andere Geschlecht was sagen kann. Also ist das ein Unterschied, Männer, Frauen? Bei der roboterunterstützten Pflege, da ging es um alte Leute. Das war eine Umfrage von Senioren in Basel. Da kann ich nichts über die Geschlechtsunterschiede sagen. Ich kann allgemein über andere Untersuchungen sagen, bei den Geschlechtsunterschieden, die wir jetzt gerade für Entscheidungshilfe bei unseren Studien sehen. Und da ist es so, dass einerseits Männer technischer affin sind, aber das Interesse bei den Frauen fast höher ist, interessanterweise. Okay. Danke dazu. Das war an Tobias. Der Dominik hätte gerne eine Produkteempfehlung. Ich weiß nicht, ob du das machst. Und zwar hinsichtlich der App für, das war glaube ich Kinderdosierung, gell? Also pädiatrische Medikamentendosierung. Eine Produktempfehlung kann ich da keine dazu geben. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich in seinem Rettungsdienstkontext mal zusammen hinsetzt und mal anschaut, was verwendet man. Und dass man vor allen Dingen im Hinterkopf behält, dass diese ganzen Apps, diese ganzen Rechenhilfen wirklich Rechenhilfen sein sollen. Das heißt, es darf nicht sein aus meiner Erfahrung oder aus meiner Ansicht raus, dass wir diese Verantwortung an diese App abgeben, sondern es darf ausschließlich eine Hilfe sein. Man sagt das ja immer so überspitzt, eigentlich muss man es schon wissen und dann kriegt man die Versicherung durch die App. Das heißt, man muss wissen, diese Dosierung ist ungefähr im richtigen Range und dann kann man es benutzen. Aber wenn man keine Ahnung hat von der Dosierung, sich auf die App zu verlassen, würde ich dringend davon abraten. Das bringt mich zu einer Zwischenfrage von mir noch, nämlich du hattest das Thema mit der App-Validierung angesprochen, oder? Sind wir ehrlich, es gibt kein Medikament kommt auf den Markt, kein Medizinprodukt wird zugelassen, das nicht einen umfangreichen Zulassungsprozess durchlaufen hätte. Und zwar, weil der Gesetzgeber die Aufgabe zu sich nimmt, für die Bevölkerung als primären Adressaten die notwendige Sicherheit über den Gesetzesrahmen zu gewähren. Wir sind da im Wesentlichen in einem
ungeregelten Bereich, was diese App-Systeme betrifft, oder ist das, sehe ich das falsch? Also Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also was jetzt im Kommen ist oder was jetzt sich neu ändert und jetzt auch ab nächstem Jahr wirklich auch live geht, ist das ganze Thema Medizinprodukt. Dass wirklich die ganzen digitalen Hilfsmittel auch Medizinprodukte sind und dementsprechend eine gewisse Testung und Zulassung benötigen. Da muss man aber aufpassen. Diese Zulassung bezieht sich hauptsächlich auf Datenschutzaspekte beziehungsweise Handling oder irgendwelche, dass Sicherheitsmechanismen eingebaut sind. Aber es wird nicht zum Beispiel jede Formel in einem Rechner getestet. Das heißt, medizinisch inhaltlich bringt uns auch diese Medizinproduktzertifizierung nur teilweise weiter. Es gibt in verschiedenen Ländern Ansätze, zum Beispiel in England, in den nordischen Ländern, Finnland, Norwegen, gibt es schon spezielle Medizinprodukt-Registries, wo sie solche Apps registrieren und testen und von speziellen Behörden freigeben lassen. In Deutschland ist jetzt die Initiative, das hast du sicher mitgekriegt, dass die Apps teilweise auf Rezept über die Krankenkassen bezahlt werden für Patienten und damit eingehend geht dann auch eine Prüfung. Das heißt, um diese App erstattbar zu machen, muss sie auch geprüft werden. In der Schweiz gibt es diese Sache nicht bis jetzt. Eine letzte Frage gebe ich noch rein mit Blick auf die Uhr, da wir ein paar Minuten hinterm Plan sind. Die kommt von Marco und der Marco fragt nach der Kosten-Nutzen-Relation. Ursprünglich sind wir aber davon ausgegangen, wir würden mit Einführung von Rechnern im Bürobereich papierfrei werden. Das Gegenteil hat sich vermutlich bei den meisten bewiesen. Eines der verlockenden Argumente für die Leiter von Bildungsinstitutionen ist immer, sind die Skalierungseffekte, oder? Man kauft zwar mal was am Anfang, aber nachher wird alles billiger. Gibt es zu den Tools oder Ansätzen, die du uns vorgestellt hast, einzelne, für die sich eine Kosten-Nutzen-Relationsrechnung darstellen lässt? Ich glaube, das ist schwierig und kann man nicht so allgemein sagen. Ich glaube, was du schon vollkommen recht hast, dass das mit der Skalierbarkeit, gerade bei den Virtuality-Sachen zum Beispiel, das ist in der Theorie sicherlich da. In der Praxis braucht es wie alles eine seriöse Begutachtung. Und nicht zu vergessen sind natürlich schon auch die initialen Kosten, die bei den Sachen entstehen. Was unser Eindruck hier ist, ist, dass wir zunehmend gezwungen werden, uns mit anderen zusammenzutun, um die gleichen Dinge zu machen und um diese Effekte zu erreichen. Also praktisch das Potenzial, das da drin steckt, nutzen zu können unter der Einengung der Finanzierbarkeit, dass wir von diesen kleinräumigen Lösungen weg müssen und mit anderen zusammen reingehen. Das ist definitiv so. Das sehen wir auch jetzt zum Beispiel im Medizinstudium und der Universität Bern, wo wir dabei sind, so Virtual Reality in der Notfallausbildung zu etablieren. Und da ist es auch völlig klar, das funktioniert mit 340 Medizinstudenten in Bern grenzwertig. Wenn man jetzt das in einem zum Beispiel schweizweiten Kontext hätten mit allen Universitäten, dann wären da ganz andere Möglichkeiten da. Und das ist gerade bei Digitalisierung schon genau das, wo wir uns auseinandersetzen müssen. Genau. Lass uns im Nachgang dazu nochmal telefonieren, weil wir ja gerade hier beteiligt sind an der Entwicklung vom Joint Master Medizin in Luzern. Vielleicht lässt sich da noch was rausholen. Das ist super. Sehr gerne. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für das informative Referat und den Austausch. Hier kommt nicht noch eine Frage, aber ein sehr interessantes Referat. Danke dafür von Louis. Haben wir das auch noch rübergegeben. Diejenigen, die sich gefragt haben, was hat das Ganze hier am Retten und Lernen zu suchen? Das ist doch eine Veranstaltung, die sich mit Bildungsfragen beschäftigt. Seit vielen Jahren stehen die berufsbildenden Schulen in der Kritik, dass sie von der beruflichen Realität abgehängt hinterdrein hinken. Und ich bin überzeugt davon, dass, wenn sich die Notfallmedizin digitalisiert zunehmend, die Bildung da nicht hintanstehen kann. Sonst betreiben wir Bildung an der Realität vorbei. Ja, und es braucht Bildung. Also häufig darf ich da wirklich noch als letzten zwei Sätze, wenn man die Frage der Relevanz in den Raum stellt, es ist schlichtweg Tatsache, dass diese Sachen in der Praxis angekommen sind und die medizinische Ausbildung ist dazu, also zumindest bei den Ärzten und auch, soweit ich die Rettungssanitäterschulen teilweise überblicken kann, wirklich minimal. Das heißt, es ist ganz oft so, dass die
die Praktik vorhanden ist, aber es den Leuten nicht beigebracht wird. Und das ist immer so ein kleines bisschen so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist ein Learning by Doing, oder aber das ist es nicht, weil dann die ganzen Datenschutzaspekte, die ganzen Anwendungsaspekte, wie ich das wirklich positiv für meinen Patienten rüberbringe, die völlig hinten runterfallen. Das heißt, das ganze Thema ist ein massives Bildungsthema aus meiner Sicht. Und ohne die Bildung auf allen Ebenen werden wir das nicht sicher für unsere Patienten anwenden können. Was für ein wunderbares Schlusswort. Dir herzlichen Dank, Tom. Vielen Dank, liebe Grüße an Wolf Hautz. Und bis demnächst mal. Jetzt geht es noch 2, 3 Klicks. Also halte ich noch mal kurz in Form, bis ich dich hier rausklingt habe. Danke und tschüss. Jetzt hat er selber gemacht. Also, das ist der Moment, wo ich mich dringend verabschieden sollte. Ha? Danke. Klappt doch wunderbar. Das Wort ist bei euch. Es geht um das Thema Moodle Ilias Open OLAT. Eigentlich kommt es gar nicht darauf an. Und im schönen Anschluss an die beiden Referate, die wir jetzt gerade gehört haben, werden euch der Kai Hoffmann von der HFRB und Barbara Hunziker von der SIRMED in das Thema mitnehmen. Danke und bis gleich. Danke, Helge, für die Überleitung. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum letzten Referat des diesjährigen Online-Symposium Retten und Lernen Nummer 7. Wie Helge erwähnt hat, Moodle, Ilias, Open OLAT, grundsätzlich egal. Genau das ist unser Thema von den nächsten 20 bis 30 Minuten. Mein Name ist Barbara Hunziker. Ich arbeite hier in Nottwil am SIRMED als stellvertretende Bereichsleitung an der Höheren Fachschule für Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen. Und ich bin zuständig für die Organisation und den Aufbau des Online-Fernunterrichts. Ich bewirtschafte das LMS, das Lernmanagementsystem Moodle, und plane die Webinare oder die Hybrid-Online-Übertragung der Unterrichte für die Studierenden. Ich begleite Kai durch das Referat und gebe gerne an Kai weiter. Ja, herzlichen Dank, Barbara. Auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Kai Hofmann, ich bin Teamleiter Support an der Höheren Fachschule für Rettungsberufe bei Schutz und Rettung in Zürich. Und in der Funktion ist es eigentlich meine Aufgabe, auch methodisch-didaktisch das umzusetzen, was wir bisher auch in Präsenz gemacht haben, dass es auch möglich ist, auch im Online, im Blended Learning und diese Themen voranzutreiben. Also sagt mal, ist das mit der Infrastruktur, mit der Frage, wie lehren und lernen wir heute und in Zukunft bei uns an der höheren Fachschule, damit das auch in Zukunft noch ein attraktives Angebot ist, welches unsere Azubis, unsere Auszubildenden, unsere Studierenden dann auch wahrnehmen wollen und sich dafür auch interessieren. Ich bin schon einige Jahre mit dem Thema digitales Lernen, Blended Learning unterwegs, ursprünglich auch mal vom Background her viel mit Film- und Fernsehproduktion zu tun gehabt, was natürlich jetzt in dem ganzen Online- und digitalen Setting und ganzen Medienproduktion da sehr hilfreich ist, wenn es darum geht, dann auch zu überlegen, wie können wir denn mit digitalen Werkzeugen, das heißt auch, wie können wir die einerseits produzieren, einsetzen, integrieren und auch entsprechend jedes Werkzeug so nutzen, dass es auch wirklich einen Vorteil bringt und nicht nur ein schickes Add-on ist. Genau. Was haben wir uns vorgenommen für die nächsten 20 Minuten? Ich werde einen ganz kurzen Überblick geben über die sogenannten E-Learning-Trends, die sich sozusagen eines Updates nicht erfreuen durften, aber das es einfach dann gab mit Covid, wo ich eigentlich schon ein bisschen, sage ich mal, nicht nur bezogen auf die HFs sagen kann, was da passiert ist, was der Professor Havertz ja auch eingangs erwähnt hat. Da gab es Erhebungen seiner Zeit schon. Wir werden dann darauf eingehen, was für Herausforderungen uns eigentlich als Schulen der Lockdown gestellt hat, um dann mit dem Thema Lernplattformen, wir haben es mal genannt, der Classic Reloaded, weiterzufahren und zu schauen, ja, was haben denn die Plattformen eigentlich für uns jetzt eigentlich für einen Mehrwert gebracht und wie haben sie uns unterstützt, egal welche Plattform. Und wir werden dann noch ausgehend im vierten Teil noch darauf eingehen, welche Tools wir einsetzen, um den Fernunterricht umzusetzen. Da gibt es verschiedene und da wird auch Barbara von ihren Erfahrungen an der SIRMED noch einiges sagen können, wo wir dann da noch drauf eingehen. Genau. Ja,
Wir standen im März im Prinzip vor der Covid-19-Bombe. Wir haben nicht so schnell damit gerechnet, dass sie uns trifft, dass die Digitalisierung uns da entsprechend in eine Situation werfen wird, wo es darum ging, dann möglichst schnell zu handeln. Und ich möchte an der Stelle eigentlich sagen, trotzdem niemand eigentlich so schnell damit gerechnet hat. Eins, also was auf jeden Fall gewonnen hat in der ganzen Zeit, unabhängig von allen Trends und von allem, muss ich sagen, ist es von unserer Seite aus, meinem Empfinden nach, ist der Teamgeist und das Zusammenhalten, die Zusammenarbeit untereinander. Und an der Stelle auch gleich schon vorab ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen an der HFRB und auch, denke ich mal, bei SIRMED, wir nehmen das jetzt gerade mal hier stellvertretend, die sich da so massiv dafür eingesetzt haben und keinen Aufwand, keine Zeit und keine Extrameile gescheut haben, sage ich jetzt mal, dann damit auch umzugehen, den Unterricht aufrechtzuerhalten, was uns auch allen gelungen ist. Und an der Stelle schon mal herzlichen Dank. Da ist mein Part eigentlich im Hintergrund mit meinen Kolleginnen und Kollegen noch der geringere, weil letztlich kam es dann schon darauf an, das auch tatsächlich umzusetzen. Wir haben vorher gehört, was es für Herausforderungen an die Lehrpersonen da gestellt werden. Und das, denke ich mal, war Minimum genauso große Herausforderung, wie wenn dann die technische Infrastruktur aufrechtzuerhalten und das ganze Szenario sozusagen dann am Leben zu halten. Genau. Gehen wir gerade noch auf das unerwartete Update sozusagen ein. Was sind die Trends, die sich so dann abgezeichnet haben? Und da ist im April ganz klar an oberster Stelle gewesen, das mobile Lernen hat enorm zugenommen. Das Lernen also auch mit dem Handy von unterwegs zu Hause an verschiedenen Orten, wobei man natürlich sagen muss, mobiles Lernen hat sich dann natürlich im Lockdown auch hauptsächlich auf das Lernen zu Hause bezogen. Der zweite Punkt, Microlearning, das ist schon immer oder in den letzten Jahren immer schon ein Trend gewesen, hat es trotzdem auch weiterhin so behalten. Also kleine Lernsequenzen, die sozusagen, die man dann aufrufen kann als Einstieg oder die in ein Thema einführen. Das kann sein kurze Lernvideos, Manuals oder sonstiges Lernen, auch teilweise mit Apps, wo dann da wichtig war. Der dritte Punkt, ganz stark personalisierte Lernen, also wirklich das Eingehen auf die individuellen Lernvorlieben der lernenden Personen ist da im Zentrum. Und wenn wir uns anschauen, was damit mit personalisiertem Lernen gemeint ist, dann geht es eigentlich das, was wir vorher auch schon mal gehört haben. Es geht Lernen an verschiedenen Orten in unterschiedlichsten Lernformen. Ich kann mein Lerntempo selber bestimmen. Ich kann auch überlegen, welche Lerninhalte ich teilweise vorher, nachher oder was ich mir zuerst aneignen will, wo ich mich zuerst beschäftigen will, wo ich einen Einstieg bekomme. Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, in ein Thema einzusteigen, als hier unter Lernpfade gemeint ist. Und natürlich dann auch, dass ich sagen kann, okay, ich schaue mir jetzt, das geht zum Thema Selbstorganisation, was da ganz stark in den Vordergrund kommt, was wir auch schon heute gehört haben, was zunehmend mehr eine Rolle spielt, also selbstorganisiert, selbstgesteuerte Formen des Lernens, die da wichtig waren und zunehmend wichtiger werden. Und damit einher geht auch der vierte Punkt, das ist hier sogenannten Data-Driven Processes, die datengetriebenen Prozesse. Was ist damit gemeint? Vor allem, wenn wir uns in der digitalen Welt bewegen, dann ermöglichen die digitalen Tools eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie eine Bildungsinstitution Daten sammeln kann über das Lernverhalten ihre Lernenden. Wenn wir uns anschauen, was sind das zum Beispiel für Daten, die da erhoben werden? Ganz einfach, man kann natürlich tracken, welche Medien werden am intensivsten genutzt, welche sind da am beliebtesten. Da kann man sich dementsprechend auch einstellen, sagen, okay, die Videos zum Beispiel zum bestimmten Thema, die wird ganz intensiv genutzt. Also man sieht ja sogar, welche Stellen oft wieder angeklickt werden. Also wenn ich ein Video zur Verfügung stelle, dann kann ich genau analysieren, schauen die Leute nur einen Einstieg an, scrollen dann bis zum Ende und das, was in der Mitte lief, das interessiert sie zum Beispiel gar nicht. Da kann man ganz gute Rückschlüsse draus ziehen. Zum Beispiel auch, wie lange braucht eine Person für eine bestimmte Aufgabe?
Damit, das kann man da auch natürlich erheben, wie lange bleibt es zum Beispiel in View auf einem Screen, auch womit kämpft die Person, es geht bis dahin, dass man trackt, wie die, zum Beispiel in einer Testfrage auch die Mausbewegungen sich gestalten, also die Maus zunächst dreimal um das entsprechende Fältchen rumkreist, bevor geklickt wird, dann deutet das auf gewisse Unsicherheiten hin, aber auch ganz einfache Sachen, welche Aufgaben werden falsch, richtig gelöst, zu welchen Uhrzeiten wird gelernt und so weiter und so fort. Das klingt eigentlich alles erstmal so, wie wenn das alles so nur zum Wohle der Lernenden ist, aber man muss natürlich auch da, wir haben es auch schon gehört heute, wirklich sehr vorsichtig sein. Ruckzuck, da ist man da in einem Bereich drin, wo das natürlich auch im Prinzip gegen die Lernenden verwendet werden kann. Also ich sage jetzt mal, wenn da zum Beispiel eine Schule die Daten zurückmeldet an die Betriebe, welche Personen da sich vielleicht doppelt oder dreimal so lang brauchen, bis sie eine bestimmte Aufgabe lösen, dann sind das Rückschlüsse, die man eigentlich nicht zulässt. Also man weiß es zum Beispiel von Online-Akademien wie der Khan-Akademie, die haben bis zu 280 Messpunkte und Analysepunkte, wo sie zum Beispiel mit ihren Lernenden da unterwegs sind. Soweit sind wir nicht. Wir tracken das soweit nicht. Was genau da ist, uns ist wichtig zu sehen, wo die Lernenden ihre Präferenzen haben und da wir weit gehen. Ich wollte das hier nur, ist ein wichtiger Punkt, denke ich mal, wird in Zukunft auch immer wieder begegnen, dass wir da also auch drauf gewappnet sind. Genau. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt, was auch wichtig ist, hier unter Peer-to-Peer-Learning. Wir sehen, das sind die sozialen Aspekte, natürlich auch sich gemeinsam mit anderen, mit Lerngruppen, sich in Breakout-Sessions, wie wir es nachher sehen, auszutauschen, kollaborativ gemeinsam unterwegs zu sein. Das sind die Trends. Ich habe auf der rechten Seite nochmal hier zum Vergleich die Ergebnisse oder die Trends aus den Vorjahren eingeblendet. Die Folien stelle ich auch gerne natürlich zur Verfügung. Man kann auch die Studien selber noch anschauen. Und das sind so die Themen, wo uns bewegen. Und wie wir das jetzt sagen, jetzt da bei uns an der Schule umgesetzt haben, da übernimmt jetzt mal kurz Barbara. Genau, da war der eine Freitag, dieser schwarze Freitag, es war der 13. März 2020. Als der Beschluss kam, Schulschließung ab Montag, die stellte uns vor eine Herausforderung. Wir waren froh und dankbar, konnten wir auf unsere Lernplattform zurückgreifen, die bereits integriert war und funktionierte, die uns unterstützte, unsere Online-Unterrichte aufzubauen, vorzubereiten, um am Montag dann direkt mit dem ersten Unterricht online starten zu können. Genau, und wir haben es hier mal genannt, der Klassiker Reloaded in Zeiten von Teams und diversen anderen Tools, die da eingesetzt werden, haben eigentlich die klassischen Lernplattformen, hat man zeitweise schon gedacht, dass die vielleicht auch ein bisschen ausgedient haben. Aber die sind dann im Zuge jetzt auch der letzten Monate, der letzten Zeit wieder ganz zu neuen Ehren gekommen, weil sie einfach das genau ermöglicht haben, was man in so einer Phase auch braucht, in so einer Online-Distance-Learning-Fernunterrichtsphase, nämlich dass sie der Bildungsorganisation eigentlich die Organisation vom Unterricht, die zur Verfügung stellen von Materialien, die Bereitstellung von Tools, zu Kommunikation, zu Kollaboration ermöglicht und zwar bereits, weil diese Tools on board sind. Vielleicht manchmal in den Plattformen nicht in dieser ausgereiften und so speziellen Funktion, wie es Tools tun, die sage ich jetzt mal, nur zum Beispiel als Messenger vorgesehen sind oder mit Forensystemen und so weiter, wo ich am Markt durchaus Tools finde, die vielleicht die ein oder andere Funktion da haben, ausgereifter ist. Aber so eine Lernplattform, wenn man sich anschaut, und die vereinigt natürlich ganz, ganz viele Funktionen unter einem Dach sozusagen, ohne dass ich da noch große, große Evaluationen machen muss, sondern ich bekomme eigentlich ein ganzes Package, welches ich da nutze, gleich sofort sozusagen, wenn ich die Plattform habe, nutzen kann. Und wenn wir uns das anschauen, an der HFAB arbeiten wir seit längerem jetzt mit OpenOLAT.
Da gibt es eine ganze Reihe von Funktionen. Ich werde jetzt nicht alle einzeln hier auftreten, aber man kann eigentlich sagen, es sind eigentlich immer drei Bereiche, was so eine Plattform abdeckt. Das ist ganz rechts oben der Bereich von den Inhalten, das zur Verfügung stellen von Inhalten, von Lerninhalten, bis dann der Bereich Kommunikationstools, also wie können die Studierenden sich miteinander oder mit den Lehrpersonen, mit der Institution auch austauschen. Das geht über Foren, über Chat, über Hoch- und also Upload-Funktionen, Downloads und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber auch noch der ganz wichtige Teil, natürlich der Teil des Zusammenarbeitens in einzelnen Gruppenräumen in verschiedenster Form, dass ich auch gemeinsam an Dokumenten sozusagen gemeinsam eine Arbeit auch bearbeiten kann, hochstellen kann, auf die Plattform zur Verfügung stellen kann und die Prozesse da auch unterstützt werden. Das sind so eigentlich diese ganzen Funktionalitäten und da gehört dann unter anderem auch in den Bereich Kommunikation und Kooperation gehört natürlich auch das digitale Klassenzimmer mit dazu. Wir sehen auf der linken Seite, so sieht das aus bei uns, wenn man sich einloggt, hat auf der linken Seite die Navigation, wo die ganzen verschiedenen Funktionen, Ordner bereits alle sichtbar sind und eigentlich es braucht keine große Einführung in so eine Plattform. Jeder findet sich eigentlich gleich zurecht. Gut. Unsere Lernplattform in Notwil ist Moodle. Moodle nutzen wir schon länger für die Unterrichtsdokumentationsablage. Seit Frühling brauchen wir vermehrt die Aktivitäten, welche Moodle bietet, wie Datenbanken, die wir anlegen, wo die Möglichkeit besteht, dass die Studierenden ihre Ergebnisse aus Gruppenarbeiten oder auch aus Einzelarbeiten raufladen können und den anderen Studierenden zur Verfügung stellen können. Auch die Aufgabenfunktion haben wir öfters genutzt, um Aufträge hochzuladen, die nur für den Ausbildner gedacht sind, für eine Korrektur oder für ein Feedback. Auch das Forum kam immer wieder zum Einsatz, wo dem Ausbildner Fragen gestellt werden konnten, wenn sie asynchron im Unterricht waren. Ja, wie haben wir das Ganze gemacht? Vorwiegend haben wir das Webinar-Tool GoToWebinar eingesetzt für die Unterrichtsübertragung und haben dies täglich gebraucht für den Unterricht, vor allem Theorieübertragung. Gleichzeitig haben wir unsere OSKIS, das sind objektive, strukturierte klinische Examen, haben wir verfilmt, damit wir die Lernvideos danach im Unterricht einbauen konnten und praktische Fertigkeiten so den Studierenden zu zeigen und zu visualisieren. Ja, das Gleiche war die ähnliche Situation bei uns an der HFAB. Es entspricht eigentlich eins zu eins auch dem, was Barbara gerade gesagt hat. Hier so ein paar Impressionen, ein paar Bilder, wie das dann bei uns ausgeschaut hat. Eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es wurden auch sehr viele Videos gedreht. Es wurden in der Lernplattform die entsprechende Funktion aufgeschaltet für die Zusammenarbeit, für den Austausch. Weil es hat ja Studierende auch gehabt, zu dem Zeitpunkt, die haben sich noch nicht einmal, sage ich jetzt mal, physisch gesehen, sondern haben auch wirklich ihr Studium da begonnen. Da war das schon eine Herausforderung, sage ich mal, auch diese sozialen Aspekte dann zu versuchen, da auch noch mit abzudecken. Ja, wir suchten nach flexiblen Lösungen, weil nur mit Frontal-Theorieunterricht war das Ganze nicht getan. Wir suchten nach flexiblen Lösungen, um unsere praktischen Unterrichtstage durchführen zu können, weil die Studierenden nicht in den Präsenzunterricht kommen durften. Unsere Ausbildner waren sehr gefordert und wurden kreativ. Sie setzten sich selber vor die Kamera, führten das ausgewählte Fallbeispiel selber im Team durch und führten danach im Plenum über den Bildschirm eine Nachbesprechung nach den regulären Kriterien mit den Studierenden durch, um die Inhalte des Fallbeispiels oder des Themas aufarbeiten zu können. Das hat sehr gut funktioniert. Die Ausbilder hatten von Fallbeispiel zu Fallbeispiel wieder neue Ideen und versuchten alles und setzten um. Und das gelang hauptsächlich sehr gut.
Ja, und dann durfte ja der Unterricht eben auch nicht mehr vor Ort stattfinden. Und das war sozusagen dann der Startschuss für den Fernunterricht anstelle vom Präsenzunterricht. Sozusagen, wie wir es jetzt mittlerweile, wie es unser Alltag ist in den Web-Sessions. Wir haben dann nach wenigen Tagen konnten wir dann bei uns den Big Blue Button als Webconferencing, Online-Klassenzimmer in die Plattform freischalten, integrieren und konnten damit sozusagen auch unseren Fernunterricht dann stattfinden lassen. Man sieht hier so ein Bild, wie das ist. Die Breakout-Session im Anschluss werden wir dann auch über Big Blue Button durchführen. Und wenn wir schauen, was gibt es da für Funktionen auf der nächsten Seite, eben, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Im Big Blue Button direkt, das ist eigentlich analog oder ähnlich, denke ich mal, auch wie im GoToWebinar oder wie in anderen Tools, wie in Zoom. Ich habe Chatfunktionen, Breakout-Räume für Gruppenarbeiten. Ich kann Umfragen machen, Audio, Video zuschalten. Ich kann über Emojis auch ein Feedback einholen und gemeinsam zum Beispiel übers Whiteboard oder auch in Gruppenräume arbeiten und das dann auch anschließend zum Beispiel wieder meine Inhalte sozusagen strukturieren in Gruppenarbeiten. Das sind so die Funktionen, die da sozusagen schon on board auch wieder noch in dem Tool mitkommen. Da unser Moodle, unser Lehrmanagementsystem, kein integriertes Webinar-Tool hat aktuell, haben wir Moodle mit GoToWebinar kombiniert für die Übertragung des Unterrichts. Nach den ersten Online-Unterrichtswochen haben wir Evaluationen gemacht mit den Studierenden und mit den Ausbildern, um herauszufinden, was braucht es für die Zukunft. Anhand dieser Rückmeldungen haben wir uns dann entschieden, das Webinar-Tool zu wechseln zu einem Tool, das uns genau diese Funktionen bieten, die uns gefehlt haben im Frühling. Das waren größtenteils die Breakout-Räume, die vermisst wurden. Das haben wir dann individuell gelöst mit WhatsApp-Chat-Funktionen. Auch die Bildübertragung, damit die Studierenden sich gegenseitig sehen konnten, war auch etwas, das ihnen gefehlt hat. Videos abspielen auf verschiedensten Formaten oder Kanälen und haben dann über GoToTraining jetzt kurzfristig und für kurze Zeit zu Zoom gewechselt. Zoom bietet uns all diese Funktionen, die uns gefehlt haben im Frühling und hat zudem eine sehr bediener- und benutzerfreundliche Oberfläche. Und wir haben jetzt im Herbst damit gestartet und sind zufrieden mit Zoom unterwegs. Zum Schluss oder zum Abschluss, was ziehen wir so ein bisschen aus diesem letzten halben Jahr, auch im Zusammenhang mit der HFRB? Wir haben uns auch überlegt, Kooperationen besser zu nutzen. Die HFRB hat Lernvideos gedreht, wir haben Lernvideos gedreht. Besteht da eine Möglichkeit, dass wir das in Zukunft zusammen machen? Auch Tools optimieren, ganz wichtig. Bei uns jetzt speziell noch die Umstellung vom GoToWebinar auf ein anderes Webinar-Tool. Auch das Optimieren von sonstigen Programmen oder Apps, die da fix in den Unterricht eingebunden werden. Genau, und ein wichtiger Punkt, was auch ist, die ganze technische Infrastruktur, die werden wir jetzt in den nächsten Monaten dann auch nochmal überarbeiten und nochmal sozusagen dann auch auf den Prüfstand stellen, mit der Idee dann auch, sag ich mal, die technische Infrastruktur auch fest zu installieren, stabilere Technik aufzubauen. Das kann auch nochmal mit einem Toolwechsel zum Beispiel auf ein anderes Webinar-Tool dann auch zusammenhängen, dass man das wirklich per Knopfdruck dann auch aufstarten kann, auslösen kann. Da gibt es Fehler, die auftreten können, wo wir zukünftig eigentlich dann auch vermeiden wollen, wenn man das entsprechend stabilisiert aufbaut.
Und dann natürlich dann auch, wir haben gesehen, wie viele Apps es allein in dem Medical-Bereich gibt. Es gibt natürlich, wenn ich die ganzen Social-Media-Tools und kollaborativen Tools anschaue, gibt es Tonnen. Jeden Tag kommen hunderte von Apps neu raus und andere werden auch wieder sozusagen verschwinden vom Markt. Man muss sich genau überlegen, welches Tool ist denn, sage ich jetzt mal, auch einfach zu nutzen und bringt wirklich einen Mehrwert und kann auch einfach integriert werden und erfüllt dann auch entsprechend die Sicherheitsstandards, wo werden die Daten abgelegt und so weiter, ganz wichtige Punkte. Wir sind momentan darin zu prüfen, ob zum Beispiel Car2Brain bei uns mit einem Lernkarteisystem, und das eine sinnvolle Ergänzung ist, da werden wir jetzt einen Piloten fahren. Das Padlet, das Whiteboard im Web hat sich auch etabliert, bereits in vielen Bereichen, und da sind wir auch dran am Überlegen, wie wir das gut einsetzen können. Es wird teilweise schon eingesetzt und ob wir das dann in Zukunft auch ausrollen können und allen zur Verfügung stellen können. Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, dass man sich auf wichtige Tools fokussiert und das vorher prüft, bevor sozusagen da ein Wildwuchs auch stattfindet. Das ist uns wichtig, dass wir da auf stabile Tools zurückgreifen können, wo wir auch sicherstellen können, wo die Daten liegen und dass da nichts in falsche Hände gerät und eben diese Datenerhebung dann nicht irgendwie dazu führt, dass andere davon profitieren oder auch ihren Schindluder damit treiben können. Nun laden wir euch noch gerne ein. Wir haben 4 Fragen erstellt auf Mentimeter. Scannt doch bitte den QR-Code, den ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, ein mit eurem Handy, mit eurem Mobile, oder loggt euch auf www.menti.com ein und gebt den eingeblendeten Code 47537 ein. Beantwortet gerne die 4 Fragen, die da erscheinen. Ihr könnt eine Frage nach der anderen durchklicken. Kai wird die Ergebnisse danach gleich im Plenum aufnehmen, bevor wir dann zum Abschluss kommen. QR-Code einscannen oder über www.menti.com einsteigen. Sehr gut, das läuft schon auf Hochtouren. Wir haben schon 68 Teilnehmende. Das freut uns, dass ihr da so rege mitmacht. Wir lassen das noch kurz ein bisschen laufen und dann würde ich wieder an Kai übergeben. Das ist eigentlich ein Ergebnis, welches ja auch nicht groß erstaunlich ist. Man wurde ja auch mehr oder weniger dazu gezwungen, sich mit Tools zu beschäftigen. Ja, der Anteil, wenn man anschaut, wir haben es auch vorgenannt, Zoom-Boom, die Anzahl an Zoom-Meetings ist ums 10-fache gestiegen. Okay. Ja. Gehen wir weiter. Das Lernen im virtuellen Raum wird zukünftig zum Standard. Online-Standard Präsenzunterricht ist Premium. 33% sagen ja. 33%, Entschuldigung. Ja. Sagen ja. Das ist doch. Das ist ein Ergebnis, was mich jetzt erstaunt, dass Online Standard ist. Ein bisschen, was wir auch so gehört haben, wir werden sehen, wie sich das dann entwickelt in den nächsten Jahren. Aber man muss sagen, im internationalen Vergleich ist es schon so, dass natürlich, dass man merkt, dass die Online-Settings haben natürlich auch den Vorteil, dass sie teilweise auch günstiger sind. Und das Präsenzunterricht natürlich mit der ganzen Infrastruktur vor Ort und so mit natürlich auch schon ein Premium-Produkt eigentlich dann ist.
Auch natürlich kann man online durchaus natürlich auch Hunderte, 200 Teilnehmende teilweise mit reinnehmen, je nachdem, welches Thema da bearbeitet wird. Und das finde ich erstaunlich, dass da der Gesundheitsbereich, wie wir vom Eingangs gehört haben, schon doch so einen hohen Anteil hat, weil man wird ja eigentlich vermuten, dass sich so Themen wie Wirtschaft, so Wirtschaftsthemen und so, wo ich dann wirklich auch mit vielen großen Teilnehmerzahlen arbeiten kann, da bestimmt schon weiter sind. Okay. Das ist doch ein schönes Ergebnis. Die Digitalisierung im Bildungsbereich beunruhigt mich. Das ist doch ein recht eindeutiges Ergebnis, dass da das sehr positiv gesehen wird. Und wir wollten uns dann noch zu dieser letzten Frage. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das Ergebnis so eindeutig ausging, jetzt dass eigentlich die Beunruhigung nicht so groß ist, wie man es hätte vermuten können. Und wie das auch sonst eigentlich immer rausgekommen ist, wo so in Branchenumfragen gemacht wurden. Und dann sehen wir, wie viele Leute jetzt noch mit in die Breakout-Session kommen wollen. Das liegt daran, dass wir die Frage noch angeschlossen haben, weil unsere Kapazitäten im Breakout-Raum beschränkt sind auf 60 Personen. Und dann freuen wir uns, wenn wir da jetzt gleich sozusagen dann im Anschluss mit einer Gruppe dann noch weiterfahren dürfen. Gut. Danke, Kai. Ich schalte nochmals kurz um zu unserer Präsentation. Jetzt muss ich kurz den Helge hier hinzuziehen und ihn fragen, ob es Fragen gab, ob es Fragen gibt dazu. Im Moment habe ich keine Fragen hier schriftlich eingegeben. Ich würde sagen, ich lasse das noch ein bisschen laufen, also die Möglichkeit. Offenbar habt ihr eine plausible und erklärliche Übersicht gegeben über die Situation an den Schulen, am Beispiel von der HFEB und der SIRMED. Damit könntet ihr, glaube ich, noch überleiten nachher zu eurem Workshop, bevor wir dann in die Verabschiedung gehen, nicht wahr? Danke, Helge. Ich verabschiede mich bereits jetzt von denen Personen, die nicht mehr mit in die Breakout-Session kommen, und danke herzlich für das Dabeisein und übergebe für die Abschlussfolien gerne nochmals dem Kai. Genau. Nach dem Symposium Retten und Lernen ist vor dem Symposium Retten und Lernen. Und zwar hoffen wir doch, dass wir nächstes Jahr uns dann wieder hier vor Ort in Otwil physisch treffen können. Notiert euch doch schon mal den 19. und 20. November 2021. Und Helge und ich werden auch fürs nächste Jahr wieder ein Programm zusammenstellen, wie wir es dieses Jahr eigentlich auch schon getan haben. Ein paar von den Themen, die dieses Jahr leider nicht zum Zuge kommen konnten, werden wir sicherlich auch im nächsten Jahr dann uns noch mal anschauen, aktualisierter Form dann wieder mit einbringen. Aber dennoch gibt es noch durchaus Platz für neue Themen, für neue Formate und interessante Beiträge. Und da wären wir froh natürlich auch um entsprechende Rückmeldungen von euch, was euch interessiert, was wir im nächsten Jahr dann mit ins Programm auch aufnehmen sollten. Dann schließe ich, Kai, meinen Dank und meine Verabschiedungsworte an. Der Dank geht vor allem an die Teams der HFRB und der SIRMED vor und hinter den Kameras. Ein paar Leute zeigen sich an diesen Veranstaltungen. Viele arbeiten im Hintergrund. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir können sagen, auch wenn wir uns freuen auf eine physische Durchführung vom Retten und Lernen nächstes Jahr, in Sachen Digitalisierung der Bildung haben wir jetzt mal, um das rettungsdienstlich auszudrücken, Blut geleckt. Und nachdem wir in dieser ersten Phase vor allem es geschafft haben, die Sache möglich zu machen, sind wir jetzt in der Phase, wo wir das Ding zunehmend ausbauen möchten und auch wirklich differenzierter gestalten und die Möglichkeiten viel besser noch ausloten. Diejenigen, die das mit Sorge oder Bedenken sehen, ich glaube, die müssen wir mitnehmen einerseits. Wir müssen aber auch die Bedenken ernst nehmen, die sich um eine veränderte soziale Umgangsform und dergleichen Sorgen machen. Das sind Themen, die unbedingt mit dieser Entwicklung verbunden sind, und ich glaube, denen soll man Rechnung tragen. Kai, was bleibt uns, außer schöne Weihnachten zu wünschen?
Es bleibt uns, zweimal schöne Weihnachten zu wünschen.